wieder. So, meine lieben Menschen, willkommen zurück zu... Ich habe gehört, dass du auf den Reitparcours richtig gut warst. Toll. Ja, war ich. Disney ist königliche Pferdewelt. Kann's losgehen? Ja, es kann losgehen. Ich muss mir ein neues Pferd vorbereiten. Wir haben ja gesagt... Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja, sei ruhig, Alter. Wir nehmen... Dieses wunderschöne schwarze Midnight. Pferd heißt Mitternacht. Mitternacht. Und sie sieht geschmückt sehr... Chuck, ich drücke das einfach... Ah, oh, Mitternacht, du bist so cute. Ich glaube, Mitternacht liebt ihren neuen Schmuck. Ich glaube auch. Okay. Also das ist auf jeden Fall unser Schmuck für Mitternacht. Und mit Mitternacht gehen wir jetzt die neuen Rennen machen, weil wir haben ja einen neuen Parcours freigespielt. Eine gute. Chicky, Chucky. Und zwar hier hinten den Rubin-Parcours. Wie schön, dass du wieder da bist. Ach Gott, du und Röschen. Du kannst dir jedes offene Tor aussuchen und jeden Parcours reiten. Und den kennen wir nämlich noch nicht. Jetzt gucken wir mal, wie der aussieht. Möchtest du anfangen? Ja. Oh, das ist ein neuer Parcours. Der ist anscheinend viel größer als der, den wir vorhatten. Das ist schön. Und das Publikum ist auch deutlich lauter und mehr da. Vollgas. So. Ein und guter jetzt? Anfang? Ich habe nichts gemacht. Wie immer bin ich unschuldig das und habe nichts gedrückt, um mir irgendwas zu beeinflussen. Absolut gar nichts. Das erledigt alles für mich, dieses wunderschöne Pferdchen. Ich habe hiermit nichts Gefällt zu tun. Mir, wie du reitest. Ja, mir. Oh, ich finde das. Ein perfekter Sprung. Ich finde das auch ganz toll, wie ich reite. Das ist wirklich grande, grandios. Und hip. Und das fantastisch. Machst du richtig gut. Ja, so, danke, danke, danke. Ich finde auch, dass ich das richtig gut mache. Es sieht sehr hübsch aus, mein Pferd. Ich muss schon sagen, also Mitternacht, das ist schon ein sehr, sehr hübsches Pferd. Macht Spaß. Der Vogel ist einfach so unglaublich unheimlich. Schnell, Vollgas Mitternacht. Los, komm schon. Los. Ich glaube, das sind dieselben Parcours. Die sind einfach viel länger. Kann ich irgendwie Gas geben beim Pferd? Ah ja, ich kann tatsächlich schnell laufen, oder? Du bist eine sehr gute Reiterin. Ach so. Ich reite ja immer nur so Standard. So, komm schon, komm schon, komm schon. Ich will ein bisschen Geschwindigkeit hier. Yep. Was für ein Sprung! Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt schon schneller bin. Muss ich jetzt mehr Runden reiten, oder was? Sehr gut! Ist nicht wahr. Ah nein, okay, es biegt ab. In die Boxengasse. Sehr gut, das machen wir jetzt noch fünfmal. Wie oft muss ich denn? Sechsmal. Es zwinkert einfach nur so. Oh, ein goldener Hufeisen. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück, ja. Das würde ich auch mal sagen. So, und jetzt Vollgas, komm. Ja, tschak. Quark. Und dann später ändert sich der Parcours noch. Ich versuche jetzt mal gleich ein bisschen Vollgas zu reiten. Wir gucken mal, ob das was bringt. Ich müsste jetzt eigentlich die Zeit stoppen. Ja, ob wir langsamer sind oder schneller. Ein guter Anfang. Ja, hopp, hopp. Schnell. Mach es, mach schnell. Komm schon, gib Gas, gib Gummi, mach schneller. Ich glaub's nicht. Heute noch, vielleicht. Schnell, ja, eins, geschafft. Zwei, ja, ja, geschafft. Na, na. Das machst du na. Richtig gut. Ich weiß, ich bin absoluter Pro in dem, was ich tue. Das wäre ein toller Sprung. Ich bin der Profi-Pferde-Disney-Reiter. Da habe ich schon deutlich schlechtere Pferdespiel gespielt, muss ich sagen. Also, es macht schon gut Spaß hier. Ich meine, gut, okay. Ich mache ja eigentlich nichts selber. Ja, also, das Pferd läuft von selber. Ich bin nicht sicher, ob es selber springt. Ich will es gar nicht drauf ankommen lassen, weil ich möchte es nicht normal machen müssen. Also, es kann sein, dass es von alleine springt. Keine Sorge, nein. Den nächsten Sprung schaffst du. Okay. Das macht es nicht. Aber, oh, wie wir gelernt haben, die Pferde sind intelligent, ja. Die Pferde sind so klug, die reiten außen rum vorbei, ja. Das ist sehr gut. Das ist wirklich, wirklich gut. Und so nutzen wir das auch. Okay. Macht Reiten nicht Spaß? Reiten macht sehr viel Spaß. Das ist auf absolut, also, das sollte Schneewittchen ja eigentlich wissen. So. Ah. Lass uns zum Reitparcours gehen und weiterreiten. Guck mal, da habe ich jetzt nur Silber bekommen. Oh mein Gott, muss ich das so lange machen, du kannst dir jedes bis ich Gold bekommen habe? Werde ich sonst das nicht freischalten? Möchtest du anfangen? Ja. Guck mal, da habe ich jetzt tatsächlich nur Silber bekommen, weil ich ein Hindernis nicht gesprungen bin. Das ist ja furchtbar.
Ich fühle mich gar schrecklich entsetzlich. Wie spannend. Ja, sehr, sehr spannend ist tatsächlich. Die Spannung ist fast nicht in Worte zu fassen. Das ist ja wirklich unglaublich. Also die Spannung sprengt quasi hier den Rahmen und die Ketten und überhaupt generell alles. Du hältst richtig gut. Ja, danke, danke, danke. Das war ein sehr guter Sprung. Findest. Ja, geht so, oder? Ein sehr, sehr guter Sprung. Das macht so viel Spaß. Es macht wirklich, es macht. Also es ist schon, es macht wirklich unfassbar viel Spaß. So. Komm schon, komm schon, komm schon, schneller, das schneller. Das machst du richtig gut. Ja, ich will schneller reiten. Das ist immer zu langsam. Mach hin hier. Ich will immer Barbie sagen, aber es ist ja gar nicht Barbie. Es ist tatsächlich einfach nur Disney. Also in dem Fall halt Schneewittchen. Ne? Und Cinderella hatten wir auch schon da unten. Jetzt habe ich in Bella. Ben. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Warte mal, was sie heißt. Oh, du bist so toll. Cinderella, Aurora und Belle. Genau. Schneewittchen, Cinderella, Aurora und Belle. Ja. So ist es. Das sind die ganzen Disney-Prinzessinnen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Und ich habe. Wir gehen zurück. Ja, wir gehen zurück. Und ich mache den jetzt nochmal schwer hier. Du kannst dir jedes auf. Und jetzt habe ich nämlich den langen Parcours. Bist du bereit? Mit einem Kreis in der Mitte. Die Herausforderung ist gar unsäglich. Und danach haben wir dann auch noch einen dritten. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Nach dem öffnet sich ja dann noch ein Tor. Noch ein Tor, ne? Das uns hier weiter bringt. Und vielleicht. Vergiss nicht, auf nach unten zu klicken und über einen Zaun zu springen. Ich habe doch mal gedrückt, auf nach unten zu klicken. Wie soll ich nach unten klicken? Was ist denn? Also ich einfach macht nur. Reiten nicht Spaß? Was meint ihr damit nach unten klicken? Ich spiele sowieso mit der Tastatur. Okay, jetzt kommen wir dann gleich nach innen. In den inneren Kreis. Ja. Springen. Du bist eine sehr gute Reiterin. Mitternacht macht das schon. Mitternacht, du regelst das, okay? Alles klar, Mitternacht. So, jetzt hier der innere Kreis. Das macht so viel Spaß. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ich bin wie immer. Unterwältigt. Oha. Spring und gleich nochmal. So ist es. Ach, das ist ein Doppelsprung. Ah, den musste ich gar nicht drücken. Das macht das Vögelchen von alleine. Das ist ja der Hammer. Also, boah. Ja, Doppelsprung hier bei dem Schwierigkeitsgrad. Und das, obwohl wir maximal 8 Jahre alt sein dürfen. Muss man sich mal vorstellen, ne? Also, ich hoffe, ihr seid auch nicht älter als 8. Ja? Wenn ihr doch älter seid, dann habt ihr euch wahrscheinlich jetzt gerade strafbar gemacht, indem ihr das Spiel geguckt habt. Ja, dann kommt ihr wohl alle nach Azkaban, ja? Ist wohl so. Ich natürlich auch. Aber ich bin sowieso schon. Hab einen Stammplatz in Azkaban. Okay. Und Vollgas. Jetzt kommt schon. Ab nach Hause mit dir, Pferd. Ja, das war ein gigantischer. Gigantisch-hübscher Fantasto-Sprung war das. Sprungo Fantastico. Multo Fantastico Sprungo. Das ist so ein. Ja, Elia Eluanda. Das habe ich vergessen, wie die Sprache da heißt. Aber ne. Und hepp. Jawohl. Ja, Grandomoso Fantastico Sprungo Hüpfo. Sehr schön. Ich hüpfe und spring und tu und mach. Geschafft. Sehr schön. Schneewittchen ist mal wieder überglücklich mit uns. Wir gehen zurück. Oh nein, er ist schon wieder nur ein silbernes. Du kannst dir jedes Ich kann mir nicht jedes. Komm schon. Mitternacht, wir machen das. Mitternacht. Los. Okay. Mitternacht postiert sich. Wird es Mitternacht dieses Mal schaffen? Ich bin ziemlich sicher, dass Mitternacht das hinbekommt. Spannend. Ja, sehr spannend. Das war perfekt. Komm schon, Mitternacht. Los. Hey ho, Mitternacht. Schneller, höher, weiter. Jawohl. Oh, was für ein toller Sprung. Los, weiter, Mitternacht. Die Chance haben. Du bist eine sehr gute Reiterin. Ich weiß. So springt man. Ja.
Ich hab's halt einfach drauf. Mitternacht. Gib nicht auf. Und spring. Ja, spring. Mach und butsch. Das ist super. Ich habe das Gefühl, Schneewittchen braucht etwas Aufmerksamkeit und braucht ständig Bestätigung. Ich muss ständig sagen, dass das total toll ist, was sie hier macht. Ah, Schneewittchen, Schneewittchen. Das war ein sehr guter Sprung. Ich hatte so eine hohe Achtung von dir. Ja. Und mittlerweile bist du einfach nur eine, ja, eine Märchendirne. Hüpf, schnell. Gut, genau so springt man. Genau so springt man. Na komm, eins noch. Eins noch, du Pferd. Und hopp. Sehr gut. Dieser Doppelsprung macht schon Spaß. Muss man sagen. Das ist, die Ansicht erinnert mich gerade irgendwie so an Rollercoaster Tycoon, wenn man seine Achterbahn selber fährt und sich so reinsetzt. Das ist die Kamera auch so strange. Aber ja. Macht schon irgendwie alles Sinn. So, komm. Vollgas. Na, komm schon. Komm schon, komm schon. Oh, hopp. Ja, sehr schön. Ja, das. Da kommt noch einer, den schaffen wir auch noch. Na, ich würde mal gerne irgendwo eine Zeit sehen, wie lange ich da brauche für hier so eine Karte. Oh, ein perfekter Sprung. Schneller. Flieg, du musst fliegen. Es fliegt nicht. Unglaublich, du hast den Parcours geschafft. Ja, tatsächlich habe ich mal wieder den Parcours gemeistert. So, und jetzt holen wir uns noch. Zurück. Wir holen uns jetzt noch den letzten hier. Du kannst dir jedes auf ein letztes Mal den bist du Rubin. Nee, was ist denn das hier? Malachit? Ich war Saphir. Grünes Saphir. So. Los. Vollgas. Diese Stehenbleiben nervt mich immer so. Komm schon. Wie spannend. Los, Mitternacht. Der Saphir-Parcours. Er ist so unser. Springt so springt man. So machen wir das. Jawollo. Vollgas um die Kurve. Ein Jumpo. Und hepp. Und wie hübsch. Krass, auch diese wirklich sehr, sehr schön geformt angeordneten Blumen unten am Rand meiner. Ich weiß gar nicht, was das ist. Spur? Das war ein sehr guter Sprung. Bahn? Keine Ahnung. Ich nenne sie jetzt mal die Sprungbahn. Also, die haben sie wirklich sehr schön ausstaffiert hier mit Blümchen. Die Sprungbahn sieht sehr, sehr schick aus. Und so sehe ich auch besser die Bahn, wenn sie solche Blümchen hat. Und da kommt der Doppelsprung. Der legendäre Doppelsprung. Fantastisch gemacht. Das war perfekt. Ja, das war super gut. Aber es liegt natürlich nicht an mir, sondern Mitternacht macht das hier. Mitternacht ein absolut. Sehr gut. Ein absolut geniales Pferd. Und hepp. Na komm. Ja, so muss das. Das war richtig gut. Das war absolut gigantisch. Giganto-fatzutastisch. Der zweite Doppelsprung auf der Innenseite. Danach geht es dann wieder auf den Standard-Außenparcours. Und danach noch zwei Sprünge und dann nähern wir uns die Zielgerade. Oh, ein Sprung noch hier auf dem doppelseitigen Doppelbock. Meine Güte! Ja, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell geradeaus. Ich muss ein bisschen Gas geben. Los, los, lauf, Mitternacht. Ich wollte heute Nacht noch zur Arbeit ankommen. Ja, einen Sprung hast du noch vor dir, Mitternacht. Los, los, Mitternacht. Beeile dich. Und da ist ja auch der Sprung. Sehr schön, wir haben es mal wieder geschafft. Dort kommt nichts mehr. Das war's für uns. Wir haben das Rennen erfolgreich beendet. Ich danke euch. Vielen lieben Dank. Danke, meine Mutter. Meinen Brüdern, Schwestern, allen. Euch, mir. Ein Bild vom Rubin-Parcours. Du hast so hart trainiert. Ja. Jetzt wird auch klar, warum du mit deinem Pferd reif für den Diamant-Parcours bist. Geil, der Diamant-Parcours. Wir gehen zurück. Voll krass. Jetzt ist der Diamant-Parcours aufgesperrt. Du bist die beste Reiterin auf der Pferdeschau. Ja. Du kannst dir ein beliebiges Tor aussuchen. Das mache ich. Aber vorher holen wir uns noch ein anderes Pferd, würde ich sagen.